Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, weiter soll's gehen mit dem Ausbau unserer Metalle heute. Ich war offscreen schon fleißig, habe uns ein bisschen Kupfer und Zinnerz geholt, beziehungsweise Zinnerz, sogar alles, was an dem bisschen Dunkelwaldküste hier zu finden war, noch zu holen war, habe ich alles geholt. Ja, die Schmelze ist auch schon fleißig gelaufen, beziehungsweise läuft sogar immer noch fleißig. Und aber selbst obwohl ich alles an Zinn geholt habe, wird das nicht reichen, dass wir uns hier vier Fässer hinstellen. Das heißt, wir werden doch hier drüben in diesem Haus den Kessel abbauen. Weil, wozu brauchen wir zwei? Habe ich überlegt, wenn wir da drüben sowieso dann unsere Kochstelle haben, kann der hier auch weg. Dann kriegen wir nochmal 10 Zinn raus und dann reicht, dass wir uns drüben vier Fässer aufstellen können. Ja, ansonsten habe ich auch ein bisschen Baumaterial so besorgt, ein bisschen Holz noch wieder. Und wie gesagt, hier vor allem unser Kupfer und Zinn. Damit fangen wir auch erstmal jetzt ein bisschen an, dass wir uns erstmal hier, im Moment erstmal das Holz kurz zur Seite, aber wir tragen so oder so zu viel. Nee, so geht's. Dass wir uns kurz ein bisschen Bronze machen. Ja, zwei Kupfer mehr dürfte es noch sein. Einmal. Und, naja, nehmen wir den einen von hier noch mit. Dass wir uns erstmal ein bisschen Bronze machen, also zumindest einfach die ersten zwei Fässer aufstellen. Dann an der Seite gucken, wollte ich ja irgendwie da unten noch so ein paar Kamine anbringen, ein paar Feuerstellen. Zumindest eine auf jeden Fall, habe ich mir schon überlegt, wo die hin kann, zwischen die Fenster auf der einen Seite. Die bauen wir auch gleich an. Und daneben schon mal die ersten beiden Fässer, für die wir jeweils Bronze brauchen. Mal ganz kurz nachgucken, nicht, dass wir doch Kupfer brauchten. Aber es war Bronze, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, 5 Bronze, ach ja, und 10 Harz und 30 Edelholz. Die waren auch ziemlich teuer, was das Harz anging. Und Edelholz auch noch, alles, die sind überhaupt teuer. Okay, erstmal Bronze einmal 5 und zweimal 5. Sehr schön, damit haben wir Bronze für zwei Fässer schon mal. Damit geht's los. So, das hier zurück. Bauholz hier raus, Kupfer da unten rein. Die Bronze behalten wir erstmal dabei. Dann packen wir das Bauholz nochmal kurz weg und nehmen uns erstmal 60 hiervon. Dann brauchen wir noch 20 Harz. Oh Mann, so teuer. Das ist guter Harz, gute für unsere Fackeln. Ja, da müssen wir auch wieder nochmal durch Dunkelwald ziehen und Krautzwerge verdreschen. So, okay. Das haben wir. Dann hier drüben soll ja dann hier an der Ecke... Hier sollen ja die Fässer stehen, jeweils zwei, also zwei hier und zwei halt hier. So, da fangen wir mit dem ersten an. Achso, ein bisschen Bauholz brauchen wir vielleicht doch, ne? Weil das soll ja auch... Wie viel Gewicht haben wir noch? Freier haben wir, super, können wir noch ein bisschen Bauholz tragen. Weil das soll ja auch wieder auf einer Höhe von 1 stehen, also wieder erhöht, so wie wir es in unserem Langhaus auch gemacht haben. Das heißt, wir brauchen doch ein bisschen Bauholz, aber es passt ja noch. So, okay, dann geht's hier los. Hirschfelle habe ich übrigens auch besorgt und Wolfsfell wollten wir ja auch gucken. Dann geht es hier erstmal los, das war hier vorne. So, wir sollen ja zwei werden. Trotzdem haben wir hier immer noch eine Abgrenzung nochmal so. Da kommt dann wieder ein Boden drauf. So rüber. Hier könnte dann wieder so ein X drin sein. Könnte. Unten drum natürlich auch eine Abschlusskante drauf. So und so. Oben kommt eine Wand drüber. Einmal rum. So und so. Da kommt auch noch eine Abschlusskante drauf. Fertig ist das Ganze. Und da kommt jetzt unser erstes... Achso, die Schmiedewerke müssen wir noch kurz hier rüberholen wieder. Können wir noch genug tragen? 50. Müsste aber reichen. Für die Baumaterialien der Schmiedewerkbank. So, dann die wieder aus der Ecke rausgefriemelt hier. Komm mal mit. Ne, irgendwas blinkt da. Irgendwas kann man doch wieder nicht tragen. 6 Kupfer. Na gut. Bis darüber schaffen wir es. Oh, freue ich mich, Leute, auf das Einrichten jetzt hier, auf das Gucken, wie es passt. Auch mit dem Kamin unten gleich und mit den Fässern. Und dann will ich die Fenster hier unten, glaube ich, auch nochmal halbieren. Oh, na komm, rein da. Schmiedewerkbank. Achso, es reicht auch, wenn wir die draußen hinstellen, ne? Müsste doch auch reichen, wenn wir die schnell, 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 bevor sie mal bewegen können, da hinstellen. So, damit wir hier drin den Platz frei haben. Und hier drüben können wir es übrigens auch schon mal vorbereiten.
Weiß ich, machen wir erstmal zwei auf eine Seite oder machen wir jeweils erstmal eins in der Ecke? Machen wir erstmal auf jede Seite eins oder machen wir erstmal auf eine Seite zwei? Ist noch die Frage jetzt. Soweit, so gut. Das ist das. Jetzt ist nur die Überlegung auf einer Seite gleich beide oder erstmal auf jeder Seite eins, hier so. Schon, dass man da gut rankommt. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Seite fertig, ne? Und die andere Seite lassen wir dann frei. Dann kommen dann die nächsten zwei dann hin. Die können wir ja auch gleich bauen. Wir müssen nur den Kessel drüben wegnehmen. Dann können wir genug Bronze noch herstellen. So passt das schon mal. Hier fehlt noch was. Und zwar hier oben. An beiden Seiten. So. Und so. X gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, wir haben drüben auch kein X genommen in unserer Hauptbasis. Ich glaube, wir haben hier drüben in der Hauptbasis, haben wir, glaube ich, so eingenommen, ne? Und haben dann hier vorne dafür zugemacht. So. Moment. Ich könnte schon dann von unten nach ganz oben zumachen. So. Sieht viel besser aus als dieses komische X hier. Das passt da nicht so rein. Dann lieber so rum. Und ein dahin, ein dahin. Sehr schön. Dann kommen wir drüben noch zur Fässerei. Dann haben wir das auch schon mal. Dann können wir auch die Fenster noch abtrennen. Ich glaube, es ist auch besser, wenn die so sind. Die wirken so riesig, sonst von außen auch. Das passt nicht so ganz. Ja, finde ich besser. Finde ich besser. Holen wir noch die Hirschfelle gleich rüber, wenn wir schon dabei sind. Hier. Die hätte ich hier unten reingeschmissen, ne? Hirschfell, Wolfsfell. Noch ein bisschen Bauholz. Wie sieht das hier aus mit dem Kupfer und dem Zinn? So, dann können wir noch einmal. Können wir noch 10 hiervon. 5 hiervon. Wären noch einmal 10 Bronze. Achso. Können wir die jetzt hier draußen benutzen? Nee, ne? Doch, können wir. Super. Nochmal 5 Bronze. Herstellen. Nochmal für ein Fass. So. Okay, dann haben wir das auch. Speichern. Wieder rein hier. Jetzt dann hier drüben auch auf gleicher Höhe noch so ein Hirschfell. Passt. Und dann hier auch. Und vielleicht dazu dann hier noch eins, weil irgendwie am Fenster wird, glaube ich, auch noch gesessen hier. Machen wir ruhig so noch eins. Da noch eins vor die Treppe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Vielleicht ein bisschen viel Disco. Wollen wir mal gucken, was wir hier die. Aber unter die Treppe muss eigentlich gar nichts mehr. Hier könnten höchstens ein paar Kisten noch sein. Mal gucken. Kisten könnten wir auch hier vielleicht noch hingucken kriegen. Ich weiß nicht, ob die da nicht im Weg stehen. Eine zumindest und dann wirklich so weit an die Wand ran, wie es möglich ist. Hier drüben auch eine. Dann hier eine. Und natürlich dann hier auch eine. So, da kommen dann unsere ganzen Sachen rein, die wir fürs Kochen brauchen. Können wir die von drüben nämlich hier rüberholen. Und auch fürs Fermentieren alles, was wir so brauchen. Wobei, da könnten auch hier noch Kisten stehen. Ja, doch. Eine hier, eine hier. Schon füllt sich das Haus mit Leben oder auch nicht, weil das Bauholz aus ist. Ja. Ja.
Ja, die müssen aber so in der Wand stehen, die Kisten, sonst stört das irgendwie. Das muss schon so. Weil es sieht auch nicht so gut aus, wenn die so. Ja, obwohl das fällt auch gar nicht so auf. Ist halt, sind halt Wandkisten. So wie Wandschränke haben wir Wandkisten. Ne? So fing das mal an in der Wikingerzeit. Also Ursprung der Wandschränke sind die Wandkisten. Das weiß doch jeder. So. Noch ein bisschen Bauholz. Dann nehmen wir uns doch gleich nochmal 30 Edelholz. Und. Nochmal 10 Harz. Nochmal 10 Harz. Und weiter geht's. Noch ein Fass aufgestellt. Noch ein Fass aufgemacht. Vor lauter Freude über unser neues Haus. Wunderbar. So passt das. Dann wollte ich noch irgendwas tun. Was machen wir noch jetzt? Das. Achso, die Kiste hier drüben wollen wir noch aufstellen, vor allem erstmal. Und dann muss da jetzt in der Mitte ein Kamin rein. Halt. Hier. Ne? Das heißt, das wäre weg. Hier hätten wir erstmal so eine Abschlusskante. Von mir aus rundherum erstmal. Dann hätten wir hier natürlich trotzdem eine Wand. Weil muss ja ein Rauchabzug ergeben. Diese, das ist eine halbe Wand, hoffe ich doch. Oder war das eine ganze jetzt? Müssen wir von oben mal gucken kurz. Oder von draußen. Nee, es war eine ganze Wand. Okay. Machen wir daraus zwei halbe. Reparieren wir oben erstmal das Fenster. Und hier unten, das bleibt offen. Genau so war das gedacht. Da soll nämlich der Rauch raus von unserem Seitenkamin hier. Haben wir ja schon mal in unserem Schlafzimmer im Langhaus, haben wir ja oben so eingemacht. Der dann jetzt hier... Könnten wir auch ganz geschlossen machen. Ruhig, ja, so. Und jetzt braucht man ein Dach. Hier drauf. Das da ansetzt. Weil nur die Dächer sind komplett rauchdicht. So. Natürlich nicht so schön, dass das ein bisschen rausguckt dazwischen jetzt, ne? Das können wir auch nicht so richtig kaschieren, ne? Nee. Schade eigentlich so ein bisschen. In unserem Schlafzimmer im anderen Haus stört sich, weil wir das Dach da komplett offen gelassen haben. Aber hier würde ich das gerne geschlossen machen, so. Man könnte einfach noch eins draufsetzen. Ja, das könnte man natürlich irgendwie so tun. Sieht man jetzt immer noch ein bisschen. Dann könnten wir hier draußen... Oh, wie wäre es denn, wenn wir hier Kernholz ranmachen? An unseren Kamin, um das noch ein bisschen rustikaler aussehen zu lassen. Oh ja, das finde ich gut. Gute Sache, wir machen da einen Kernholzpfeiler. Da kommt Kernholz. So, nehmen wir hier Kernholz. Doch, das ist gut. Da kommt Kernholz hin. Und auch von außen die halben Fenster. Ja, ist besser mit halben Fenstern. So, dann komm du mal hier hin. Und du mal... Nein, Moment. Dahin. Oh, ist gar nicht schlecht. Jetzt brauchen wir ein bisschen Stein, ne? Ja, einfach nur 5 Steine. Dann kommt das hier unten rein. Das müsste ja passen. Moment, können wir nicht auch noch... Jetzt nee. Ja. Nee. Dann sieht man vor allem auch nichts mehr vom Feuer nachher. Wir gucken mal. Es ist aber irgendwie, finde ich, gar nicht schlecht. So, holen wir mal unsere Steine. Holen wir uns mal 5 Steine. Komm mal her, 5 Stück. So.
Ich muss auch gleich mal hinlegen. Es wird schon wieder sehr dunkel hier. Deswegen brauchen wir auch mehr Feuer im Haus. Und wir brauchen nicht so viel Fackeln. So, du gehst da mal rein. Doch. Gemütlicher kleiner Kamin. Da muss jetzt auch noch ein Fell hin. Die Frage ist nur, was für eins. Aber da jetzt unser Wolfsfell davor. Oh, ich glaube, mein Headset hat gerade gepiept. Mein Akku ist gleich leer. Ich glaube, ich muss mich gleich mal ans Kabel anstöpseln nebenbei. Ja, ich glaube, ich muss mich mal ans Kabel anstöpseln. Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, Strom läuft wieder. Wir sind angeschlossen. Warum geht das aus? Was ist hier los? Warum gehst du aus? Hier hast du ordentlich Feuerholz. Jetzt bleib mal an. Dach ist ja drüber. Und auch wenn das Dach, was wir hier innen eingebaut haben, nicht zählt, ganz oben drüber ist ja ein Dach. Über beiden Etagen. So, wollen wir hier mal so ein Wolfsfell hinmachen? Wieso nicht? Und dann kann man hier ja auch noch... Wieso geht dieses Feuer aus? Erstickt das hier? Nee, in unserem... Wieso gehst denn du aus? Dach ist doch drüber. Hier ist doch super Rauchabzug. Muss doch, jetzt geht's auch wieder an. Vielleicht erstickt das. Aber irgendwie zieht der Rauch nicht so richtig effektiv ab, ne? Weil das... Na, vielleicht ist das zu niedrig. Und dann... kriegt sich genug Luft mehr. Vielleicht haben wir es doch zu sehr eingebaut mit den Kernholz. Ja, es sieht aus, als wenn das erstickt. Das sieht man auch, der ganze Rauch sammelt sich da unten richtig drin. Das zieht nicht richtig ab. Das zieht nicht richtig ab, so ein Mist. Das sieht so schön aus. Aber wenn natürlich immer nur hier, wenn das immer nur für 10 Sekunden anbleibt, ist das natürlich nichts. Wie kriegen wir das denn hin? Die gesamte Rückwand rausnehmen hier. Und man sieht nichts. Wir müssen uns hinlegen. Ja, wir müssen uns hinlegen. So, und da speichern. Und da dann so einen kleinen Anbau nach draußen dran machen einfach. Das ist, da kann unser der Rauch dann vernünftig abziehen. So, ab ins Bett. Tageslicht muss her für die Baustelle. Sonst wird das nix. Ja, kennen wir schon. Schlafen wir mal weiter. Morgen, auf geht's. Erstmal was frühstücken gleich kurz. Extra auch ein paar von den anderen Sachen mit rübergebracht, weil ich immer unsere ganzen kostbaren Sachen schon essen müssen. Nur hier, während wir in der Basis rumlaufen. Deswegen essen wir mal ein bisschen Würstchen und so ein Brot und hier so einen gelben Pilz. Und das reicht uns auch schon. So, Werkzeug gleich mal reparieren, wenn wir schon hier drinnen unterwegs sind. Okay. Also, dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier außen das anders machen. Dass wir uns jetzt hier noch einen Anbau ranmachen. Wo dann hoffentlich der Rauch... Ja, schwierig. Hoffentlich besser abzieht. Aber hier sieht ja auch, wenn wir das jetzt so machen, dann... hat das Feuer zwar mehr Platz nach hinten mit dem Rauch. Ob es das rettet? Schwierig. Schwierig. Vielleicht müssen wir andersrum anfangen. Erstmal ganz unten im Boden. Unterbau hier. So. So müssen wir anfangen. Dann das, dann das. Passt ja so als kleiner Außenbereich für den Kamin. So, das stört ja nicht, aber sieht auch sogar vernünftig aus unter dem Vordach noch.
Und nur hoffen, dass das da oben vernünftig rauszieht. Dass das Feuer jetzt nicht mehr ausgeht. So. Da qualmt es gemütlich. Da können wir hier, dann muss hier außen übrigens auch noch. So, wenn dann aber ganz im... Aber so passt auch. Ja, so geht auch. Und unten drunter können ja nochmal diese hier gefriemelt werden irgendwie. So. Und. So. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Und es scheint nicht mehr zu ersticken. Wunderbar. Und hoffentlich haben wir oben auch in der Etage darüber kein Rauchproblem. Aber eigentlich mit dem Dach dazwischen sollte es passen. Sehr schön. Da haben wir unseren neuen kleinen gemütlichen Kamin und hier unsere Ecke. Da kommen wir ja auch super ran. Hier hinten noch kommt man dann beide super ran. Das passt so. Links und rechts daneben die Fenster sind auch in Ordnung. Kommt da ein bisschen Licht rein von der Seite noch. Ein bisschen Tageslicht. Guckt mal. Jetzt schon nur durch die paar Kisten und das alles hier. Und dass der Raum hier drüben jetzt auch was hat. Da drüben unter der Treppe muss ja halt, wie gesagt, nicht so wirklich viel sein. Müssen wir mal schauen. Holen wir erstmal die Sachen für Möbel rüber. Edelholz. Edles Holz muss her. Oh, wir haben nicht mehr genug Edelholz, um das vierte Fass zu bauen. Kernholz und normales Holz auch noch ein bisschen. Dann haben wir jetzt alles dabei. So, außer Loxfell. Komm her, Loxfell auch noch. Jetzt haben wir alles. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Türen einmal zu hier. So. Dann gucken wir nochmal. Vielleicht machen wir hier tatsächlich einfach doch noch... Entweder könnt ihr auch einen Tisch stehen, wo dann wieder so ein paar Sachen noch drauf sind wieder. Ja, machen wir hier einen Tisch hin. Da kommt dann auch wieder noch so ein paar Kleinigkeiten drauf mit diesen Objekthaltern. Auch nicht verkehrt. Und... obwohl, nee, hier muss eigentlich gar nichts mehr hin. Das kann auch so bleiben. Da kann höchstens, oder können wirklich vielleicht wieder noch auch noch ein paar Kisten einfach hin. So kann ich jetzt keine Kisten machen. Ich habe doch normales Holz mitgenommen. Fehlende Voraussetzung. Werkbank steht auch hier draußen. Normales Holz habe ich dabei. Warum kann... Ach, aber nur noch das alles Kernholz. Nur noch drei normales Holz. Okay. So schnell geht's. Nochmal normales Holz. Stellen wir hier noch eine Kiste hin. Und das Fenster. Und hier noch eine neben den Tisch. Und schon passt das. Und da kommt hier noch so ein Hocker in die Ecke. Obwohl, nee, der sieht komisch aus. Ich dachte, er ist ein bisschen höher. Na gut, dann kommt da kein Hocker in die Ecke. Alles klar. So passt das erstmal. Für hier. Und hier hinten. Oder hier könnten ja Stühle so ein paar stehen. So ein paar Hocker noch. Mal ruhig so. Moment, wie ist denn der andere? 1, 2 von der Mitte. 1, 2, also so doch. Passt das auch? Erstmal ein bisschen ausruhen. Erstmal ein bisschen gemütlich an unserem kleinen gemütlichen Kamin. Hier oben kommt natürlich auch noch ein Schild drüber und schon sieht man nichts mehr von den letzten kleinen Krümeln hier. Obwohl, das Schilder sind auch wieder teuer. Schilder kosten auch so viel Harz. Vielleicht kommt da auch ein Hirschkopf hin. Das passt auch. Wir haben doch sogar, wir können doch sogar schon mal Trophäen aufhängen hier. Zumindest können wir schon mal vorbereiten. Wo hatte ich denn hier Nägel? Bronzenägel brauchen wir ein paar. Und wir haben kein Kernholz mehr. Okay, wir brauchen Edelholz. Wir brauchen dafür Edelholz, ne? Hier. 4. Obwohl, nee, den brauchen wir, ja.
Kostet auch 4 Edelholz und ein Bronzenagel nur. Das würden wir dann hier hin machen. So schon mal. Und. Oh, und hier oben bietet sich natürlich auch wieder an, ne? Ja, mittig auf dem. Ah, mittig auf dem und mittig auf dem. Das müssen wir dann machen, wenn wir genug Bauholz haben, damit wir das in einem Rutsch drüber ziehen können, damit die Höhe ungefähr stimmt. Dann hier auf jeden Fall wieder 3 Schilder können da hängen. Und hier drüben auch. Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. Und naja, für Banner ist es hier zu... Aber die Banner könnten hier oben hängen. Wir könnten hier ein Holz zwischenziehen und hier auch noch eins. Und da könnten Banner dran gehängt werden. Ja, das ist eine gute Sache. Da könnten Banner dran gehängt werden von da oben. Okay, wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Ich glaube, in unserer Sumpfbasis fliegen noch 2 Holzschilder rum. In irgendeiner Kiste, die wir noch brauchen könnten. Die wir da nicht mehr brauchen in der Sumpfbasis. Das heißt, das muss erstmal kurz hier rein. Das muss kurz hier rein. Das Edelholz. Die Felle kurz rüber. Und die Nägel kurz hier rein. Ich glaube, dann gehen wir ganz kurz einmal in unsere Sumpfbasis rüber und holen die 2 Schilder ab. Das ist eine gute Sache. Dann haben wir schon mal 2 von 3 Schildern. Dann sparen wir ein bisschen Harz. Dann stellen wir uns ein 3. Schild hier drüben schnell her in unserer Ebenenbasis. So, Sumpf war hier. Oh, auch mal wieder in unser Sumpfbaumhaus. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, auch wenn wir die Basen dann nicht wirklich benutzen, ist egal, es geht einfach ums Bauen. So, in irgendeiner Kiste. Oh, hier ist dunkel, wie man lange nicht sieht, man. Hier sind keine Lichter mehr an. Trotzdem nehmen wir die Schilder hier nicht ab. Die Deko, die wir hier haben, die lassen wir natürlich. Hier auch die, das wird vielleicht alles dran. Aber irgendwo... Was ist das denn hier? Drauger-Eingeweide, wie kommt das denn hier oben reingeflogen? Irgendwo hatten wir hier doch noch 2 Schilder. Guck mal, wie riesig auch unser Baumhaus ist. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wie weit wir hier gebaut haben. Oh Mann. Irgendwo war doch hier noch da. Da sind sie. Ich wusste, in irgendeiner Kiste hat mich hier 2 Schilder liegen lassen. Ganz hier hinten. Okay, zurück. Da haben wir schon mal 2. Kann man sich auch verlaufen. Moment, da ging es lang. In unserer Baumhausbasis. Oh Mann, das schönste Teil ist aber hier vorne dieser große Rundbau um den Baum zentral rum. So, dann haben wir das. Einmal zurück. Unterwegs gleich mal ein paar Drauger-Eingeweide rausschmeißen. Himbeeren mitnehmen. Was ist das überhaupt, Himbeeren? Sag mal, was seid ihr überhaupt? Himbeeren. Himbeeren mitnehmen. Die 15 hier. Drauger-Eingeweide können wir hier unten rein. So, Himbeeren brauchen wir. Haben wir hier noch Edelholz? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Hier sind sogar alle Feuer aus. Hier waren wir auch länger nicht. Nee, hier haben wir auch kein Edelholz mehr. Wir brauchen auch Edelholz, weil das gibt es ja in Ebenen genug. Damit wir da oben auch Banner aufhängen können und auch noch Möbel aufstellen können. Und 2 Schilder haben wir schon mal. Oh, wir hätten auch gleich noch mitnehmen können. Hirsch, Wildschwein und Wolfsköpfe. Für die Trophäensammlung hier. Autsch! Zeig mal her. Wir haben doch hier noch... Hier, wir nehmen mal 4 davon mit. Und... 4 davon und... Ah, zufällig 4 davon. Das passt. Erstmal zum Gucken. Und jetzt rüber. So. Also wir müssen schnell ein paar Birken fällen jetzt hier. So, die schmeißen wir mal eben zum... Ach, passt nicht. Soll ich aber die... Was machen wir mit so viel Trollleder? Weg damit. Das schmeißen wir mal weg. Das kommt kurz hier rein und
Das kommt kurz hier rein, da wo das Edelholz dann liegt. Achso, und Schilder haben wir auch noch zwei. Die kommen auch kurz hier rein, wo das Edelholz reinkommt. So viel werden wir davon nicht holen. So, einmal rüber zum kleinen Birkenwäldchen. Moment, danach geht es kürzer zum Birkenwäldchen. Da stehen doch schon die ersten. Einmal hier raus. Oh, oh, oh. 87 Lebensenergie. Ist doch super. Weg mit diesem ollen Trollleder. So, Axt raus. Wir müssen ja nur so 2, 3 Birken. Das sollte reichen. Zumindest für die Banner. Unsere Schwarzmetall-Axt auch. Schade, dass es keine Schwarzmetall-Spitzhacke gibt. Aber vielleicht kommt die ja noch. Ach, Ausdauer. Jetzt roll ich noch so weit weg. Nein! Na gut. Nehmen wir erstmal den hier. So, bleibst du jetzt hier? Das, den dann die kleine Birke hier noch. Da mal gucken. Ich weiß gar nicht, was wir an Edelholz brauchen. So teuer war das auch nicht. So ein Banner. Kurz mal gucken. Was kostest du denn überhaupt? Banner. 2 Edelholz nur. Und Lederreste. Die haben wir auch nicht hier, die müssen wir auch noch holen. Und 4 Himbeeren. Das heißt, das reicht ja locker schon. Aber wir nehmen trotzdem noch ein bisschen mehr mit. Und dann können wir da innen hoffentlich 2 Banner so drüber hängen. Gerade. Das wäre richtig cool, wenn die dann da so mitten über der Feuerstelle so ein bisschen hängen. Da würde man vor allem von oben und von beiden Etagen was auch davon haben. Wenn die da so in der Mitte hängen. Und gucken wir auch von außen jetzt übrigens, wenn man auf unsere Basis zukommt. Jetzt mit dem Haus jetzt auf der anderen Seite noch. Müssen wir ein bisschen rumlaufen. Hallo? Ich höre schon wieder Lokse brummen. Ganz da hinten steht einer. Und da oben sehe ich Moskito. Todeskito, der hat bestimmt auch gesehen. Oder nee, der hängt ja bei den Kobolden. Okay, beschäftige dich ruhig mit den Kobolden. Ist kein Problem. Genauso mögen wir das. So Leute, wenn man jetzt von hier nämlich auf unsere Basis zukommt. Sieht das auch richtig schön aus jetzt von der Seite mit dem anderen Haus noch davor. Ne? Guck mal hier von hier aus jetzt. Und da hinten sieht man das andere Gebäude ja noch. Der Aufgang ist immer noch nicht fertig. Aber so jetzt. Richtig toll. Da sieht man ja auch sogar auf die Entfernung jetzt hier unseren qualmenden Kamin da. Ah, super, super Sache. Okay. Rüber und schnell die Banner aufgehängt. Zack. Und da müssen wir gucken, dass wir auch langsam zum Ende der Folge kommen, würde ich sagen. Aber die Banner müssen wir auf jeden Fall noch aufhängen. Das möchte ich noch machen. So, Edelholz haben wir dabei. Wir brauchen Lederreste. Die haben wir hier nicht, ne? Doch! Oh, wir haben ein paar Lederreste. Das ist super. Dann brauchen wir nur noch die Himbeeren erstmal. Und dann können wir Banner machen. Ja. So, normales Bauholz haben wir dabei für 2 Holzbalken da oben, die wir bestimmt auch noch irgendwie einziehen müssen. Gucken wir mal von oben. Da, 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 da. So, da passen doch bestimmt hier sauber genau so 2 Querbalken hin. Und da hoffentlich die nicht zusammen, zu nah zusammen, hoffentlich wirkt das nicht zu eng. Wenn wir da jetzt eins dranhängen, so mittig. Da eins dranhängen, mittig. Ach. Geht doch. Ist doch noch okay. Doch, doch. Gar nicht schlecht. Die sind vielleicht doch ein bisschen eng zusammen so, aber naja, der Abstand ist halt nicht anders von unserem Dach da oben. Finde ich aber gut. Finde ich aber gut, das lassen wir so. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das bleibt so.
Und dann machen wir jetzt auch noch einmal schnell die drei Schilder da oben auf jeden Fall dran. Das machen wir auch noch schnell. Für so ein Schild brauchen wir normales Bauholz und Harz. Zeig mal her. Und das war es eigentlich auch schon, ne? Und eine Werkbank natürlich. Da ist ja schon ein normaler Holzschild. Wir hatten einen blauen und einen roten. Dann machen wir noch so einen. Und Lederreste haben wir auch zufällig in der Tasche. Es passt sich. So, herstellen. Sehr schön. So, dann Nägel. Edelholz. Und die anderen beiden Schilder. Drei Schilder fertig. Dreimal das hier. So. Mittig. Oh, etwas zu schnell. Mittig. Mittig. Ich hoffe, die hängen ungefähr auf einer Höhe. Weg, weg, weg. Oh nein, nicht wegschmeißen. Nein, nicht wegschmeißen. Schmeiße ich das alles weg. So war das nicht geplant. Kurz hier rausnehmen war gedacht. So. Den, den, den. Dann kommt Schild Nummer... Na, komm mal her hier. Schild Nummer 8 kommt hier hin. Dann das blaue in die Mitte und das andere rote drüben. Ich verbrenne jetzt hier. Verbrenne mich sowieso ganz sicher. Autsch. Das geht auch so, ne? Das blaue hier. Und das andere rote hier. Gucken wir mal. Sind super auf einer Höhe, würde ich sagen. Und sonst passt das auch. Der ist ein bisschen zu weit nach außen verrutscht. Würde ich fast sagen. Aber noch okay. Aber noch okay. Guckt mal, Leute. Ich finde es super. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Haben ja viel geschafft hier in unserer Einrichtung. Hier fehlt das eine Fass noch. Trotzdem, unseren kleinen Kamin finde ich super. Hier kann auch gleich noch... Oh, da kann auch gleich noch... Da kann doch jetzt auch gleich noch... Hier, Kollege Hirschkopf schon mal an den Kamin. So... Guck mal, 6. Und das sieht doch gut aus. Vielleicht kommen hier noch zwei Fackeln in die Ecke. Eine hier, eine da. Damit dann noch ein bisschen heller ist hier in unserem Häuschen. Aber ansonsten, Leute, bin ich schon super, super zufrieden damit. Das da oben passt auch. Das hier unten gefällt mir gut. Der kleine Kamin, gerade mit dem Kernholz hier vor. Das müssen wir in unserem Haupthaus auch nochmal anbauen. Da ist der Kamin ohne Kernholz. Da könnten wir auch welches ranmachen. Hinten mit dem außen rausstehenden, das passt ja richtig gut unter unser Vordach. Hat das Vordach da vorne sogar nochmal einen richtig schönen Sinn. Und so bin ich. Uah. Speichern. Super, super zufrieden. Hat er nur einige wenige Versuche gebraucht, dieses Haus so weit zu kriegen, dass ich jetzt zufrieden bin. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt ne, die ersten Bauten davon, die ersten Entwürfe ansieht und das jetzt vergleicht, wie das jetzt aussieht, hat sich's gelohnt, das mehrfach aufzubauen und abzureißen und zu experimentieren. Weil nur so kommt man mit dem Bauen immer, immer besser. Beziehungsweise, ja, ne, und kriegt auch irgendwann das hin, was man sich so vorgestellt hat. So wie es aussieht, dass man das dann erreichen kann. So einigermaßen, was die Baumaterialien oder die Möglichkeiten halt hergeben, von den Formen her hier. So, okay, liebe immer, vielen, vielen Dank, sage ich jetzt fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, in den Kommentaren, darüber freue ich mich mal riesig. Wenn ihr jetzt gerne mehr Let's Plays, mehr Projekte wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, lieb, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.